Da sind wir wieder bei Beyond Two Souls. Da fehlt ein Panzer. Ach du Scheiße. Jedenfalls, wir verfolgen jetzt erstmal den kleinen Jungen oder rennen dem besser gesagt hinterher. Und müssen jetzt hier auf jeden Fall durchkommen, ohne gesehen zu werden. Bevor wir gleich wieder beballert werden. Das wollen wir auch nicht. So, ganz locker flockig hinterher. Wir wollen ja zu dem einen Gebäude den Mann hier suchen. Und dann hoffen wir mal, dass er dieses Mal noch da ist, wo wir ihn vermuten. Beim letzten Mal waren wir ja knapp zu langsam. Was müssen wir da jetzt hoch? Wo ist denn der Junge jetzt? Ach hier, da geht's weiter. Okay, wer weiß, was der da eben getrieben hat. Den einen Typen hat's da eben zerlegt. Er zieht auch schon seine Knarre gleich. Bin ich jetzt blöd? Irgendwie ruckelt das doch jetzt, oder? Ich meine, okay, vielleicht ist es vom Spiel auch so gewollt. Ich komme nämlich gerade vom One Piece spielen. Aber okay. Lassen wir das Ganze mal... Ja, genau. Da wollte ich eigentlich auch hin, wo sie jetzt steht. Das hat ja gut funktioniert. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell, hilf mir! Ja. Hallo? Das hat ja gut funktioniert. Wie wär's, wenn ihr mir mal zeigt, was ich drücken soll? Warte mal. Ich muss mich jetzt... Hey, dreh dich mal wieder um. Ich muss mich jetzt hier erstmal wieder reinfuchsen. Was soll ich denn... Mann, meine Fresse. Ich krieg's nicht gebacken, Mann. Vielleicht sollte ich vorher... Keine Ahnung. Ah, okay. Ja, ist okay. Ich bin wieder so einigermaßen... Oh, ey. Ich hasse es. So, jetzt. Komm, heilen, heilen, heilen. Gut. Georgie? Mir geht's gut. Mir geht's gut, ja. Das ist schön zu hören. Okay, kletter hoch. Salim. Jetzt will ich leider hochklettern. Klar. Wie die hier um die Ecke ballern, weißt du, wir krabbeln im Hintergrund erstmal die Leiter hoch, ganz entspannt. Du, 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 und sieht keiner. Und schon sind wir oben. Weiter geht's. Oh Gott, ey, jetzt packen sie hier aber die großen Geschütze aus, wa? Immer weiter. Haben wir eigentlich eine Knarre oder sowas dabei? Jetzt eine Woche oder so schon nicht mehr aufgenommen. Deshalb stehe ich nicht mehr so ganz im Stoff drin. Nicht wundern. Da, 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 da. Und hier durch, dadurch. Immer dem Kleinen hinterher, der wird schon wissen, wo es lang geht. Notausgang. Oh, mit Kreide hier ist mal rumgekrickelt. Ist ja auch cool. Was war das? Gabeln oder was waren da eben zu sehen? Ja, machen wir. An den Start mit Aiden. Was müssen wir machen? Ihn übernehmen? Ja, gut. Und hops. Wie die denn immer gucken, ey. Ja, komm, nimm das Ding. Und just. Dass der andere gar nicht skeptisch geworden ist, weißt du? Wir ziehen ja unser Messer. Das interessiert ihn gar nicht. Pass mal auf, jetzt gehen wir da ganz chillig hin. Und tschüss. Jetzt schmeißen wir ihn raus und setzen uns selber rein und fahren los, oder was? So sieht's aus. GTA-Style. So.
So, und wir schnell hinten rauf. Ups. Wie geil, das ist er im Schlepptau, weißt du. Er zieht jetzt die Knarre und ballert erstmal aus dem fahrenden Auto raus. Das wäre doch richtig krass, oder? Also für das Spiel, ne? In Wirklichkeit ist sowas natürlich. Da distanziere ich mich davon, aber. Ganz ruhig, Eich. Vielleicht kommt er unbemerkt hier durch. Okay. Du, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Man sieht hier ja auch nicht wirklich was, ne? Passiert hier noch irgendwas? Jetzt mal hinlegen. Ihr seht mich nicht. Tralala, tralala, tralala. Oh Gott, nein. Kopf runter, Kopf runter. Das sah aus, als wenn da eben an der Ecke. Au. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt am besten? Ich meine, ich könnte auf R2, glaube ich, Gas geben oder so. Gibt irgendwie noch eine Alternative? Ach so. Ach, das ist die Alternative, okay. Entweder gleich durchbrettern oder erst später. Oh Gott. Vor allen Dingen, guckt euch das mal an, ey. Wie viele sind denn jetzt auf einmal direkt am Start? Oh Gott. Den haben wir erstmal beiseite gekickt. Oh, ah, verdammt, da hätte ich nach hinten ausweichen. Ah, oh, das. Mann, das irritiert mich immer. Entscheide dich doch mal. Entweder du greifst an oder du weichst aus. Ja, jetzt weicht sie aus. Ja, jetzt weicht sie auch aus. Was macht sie? Sie greift an. Los. Knock ihn weg. Bam. Oh Gott, was macht sie? Angriff. Das sah so aus, als wenn sie zum anderen Auto rüberjumpen will. Und die Perspektiven sind einfach sehr, sehr strange. Was macht sie? Angreifen. Okay. Okay. Entwaffnen. Komm, komm. Snack das Ding weg. Okay, Angriff. Was war das denn? Ich hab das gemacht. Angriff. Boah. Also, so was in Wirklichkeit, ne? So was in Wirklichkeit, Alter. Und jump, jump. Okay, das sah crazy aus. Komm. Aber wie die auch gleich alle am Start waren, weißt du, wir sind da durchgebrettert, sofort vier Autos hinterher, als wenn sie es gewusst hätten, dass da heute noch einer durchbrettern will. Oh Gott. Alter. Wie crazy das einfach ist. Oh oh, oh oh. Und bam. Das war so klar. So. Wie geht's jetzt weiter? Ja, das war wieder so klar, dass der Typ da wieder mit seiner Bazooka oder war der, der auch immer hat, schwere Geschütze. Das war so logisch. Und die laufen weg, als wenn die da mal eben eine Verstecke gespielt hätten oder so. Alles okay, Salim. Tayeb, Tayeb. Lemuza bi ey Aza. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinu ni al-baka wila janibuki. Hastachi umusa hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Lak hadin kasti hayati. Lam ansa fa'alik hadha abadan. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Okay. Ich vermute einfach mal, dass wir jetzt hier auch lang müssen. Laufen wir einfach mal durch ins Blaue.
Ich habe mich schon wieder verlaufen. Mann, wir sind ja echt weit gekommen. Okay. Ach so, den können wir bestimmt. Okay. Den snacken wir uns. Komm her. Was war das denn für eine Aktion? Das sah ganz merkwürdig aus. War das ein Bug oder sowas? Das sah echt ganz, ganz komisch aus. Ach so. Warte mal, wir chillen uns mal hier hin. Nee. Das ist eine doofe Posi. Da. Schau mal, das hier ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Ja, das habe ich auch schon vermutet, dass der Typ hier ist. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Du weißt, was du tun musst. Als wenn ich das jemals bei solchen Spielen wüsste. So, pass auf. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Also ich weiß noch, dass die Typen hier, der Dödel und der Dödel, die lassen mich nicht rein. Wie machen wir das jetzt am besten? Also ich kann ihn übernehmen. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Ne, den übernehmen wir gar nicht. Den killen wir gerade. Okay. Alles klar. Was ist hier mit ihm? Den hier können wir übernehmen. Genau. So, pass mal auf. Wir schnappen uns jetzt den Dödel. Den Oberbabbo, so sieht er jedenfalls aus. Dann gehen wir zu dem anderen Heini hin, holen uns die Knarre. Und dann geht's schon mal rund. Okay. Gut. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm, das ist nur die Frage. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Wie machen wir das am besten? Ich weiß noch ganz genau, wenn ich zu den Dödels da hingehe, dann kicken die mich um. Können wir hier durchs Fenster durchballern oder so? Nee, ich glaube, das ist gewollt, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Pass mal auf. So. Okay, haben sie doch nicht gemacht, gut. Okay, der hat's den Typen auch zerlegt. Ich brauche Hinweise für Jamal. Ich brauche einen Hinweis, okay, 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 okay. Ach, die Tür. Okay, dann machen wir direkt mal die Tür auf. Und bam, lam, lam. Alles klar, schnell hin. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas Hinweismäßiges? Hallo? Ach, er ist es. Ja. Das ist verständlich. Okay. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal den Hinweis suchen. Was haben wir hier noch? Ach so, das ist er. Okay, okay, okay. Jetzt schützen wir uns erstmal schnell. Das ist so ein kleiner Twist in der Story, ne?
stellt sich wieder die Frage, ne? Wer sind hier die Guten und wer sind die Bösen? Man hat ja vermutet, dass wir die Guten wären. Allerdings ist es leider nicht immer so leicht. Knifflig. Verdammt. Trotzdem müssen wir jetzt hier weg. Fuck, wir müssen weg von hier. Bevor die uns in den Mangel nehmen. Oh, oh, der geht schon los. Schnell weg. Schnell weg. Wo können wir denn überhaupt lang? Au, verdammt. Das ist natürlich bitter, ne? Aua. Vor allen Dingen, wir können jetzt hier auch überhaupt nicht kontern oder irgendwie irgendwas machen. Im Augenblick können wir jetzt hier bloß versuchen zu fliehen. Und sind mitten in der Falle. Alter Schwede. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir erstmal den Part und dann werden wir sehen, wie wir hier in der nächsten Folge wieder rauskommen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dann sage ich einfach mal ciao.